Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar wird das hier meine Wildcard-Bewerbung für Seven vs. Wild, die dritte Staffel. Als Challenge für die Wildcard-Bewerbung habe ich mir gleich zwei Sachen überlegt. Einmal werde ich das allererste Mal in meinem Leben auf einer Insel übernachten und das sogar gleich hier auf diesen Klippen. Und als zweites ist meine Challenge, wir sind hier auf der Insel in Schweden, ähnlich an einem ähnlichen Spot wie die erste Staffel von Seven vs. Wild. In der zweiten Challenge habe ich einen Fisch zu fangen, den natürlich auch zu filetieren und zuzubereiten. Das habe ich auch in meinem Leben noch nie gemacht und wir werden mal sehen, ob das alles so klappt. Und ja, jetzt geht es erstmal ein Zelt anbauen und dann geht es weiter mit dem Angeln. Zum Schlafen habe ich mir überlegt, dass wir direkt hier auf den Klippen mit der besten Aussicht, die es gibt, schlafen. Das natürlich nur mit dem Inside, also das Überzelt lassen wir auch diesmal weg, weil es die Nacht nicht regnen soll. Ist ein bisschen uneben, aber das kann man im Nachhinein noch ausbessern. Und deshalb geht es jetzt erstmal ein Zelt aufbauen. Ich finde die neue Staffel Seven vs. Wild wirklich sehr, sehr interessant. Also Kanada, Alaska hört sich extrem geil an von der Location. Ich verfolge viele Tracker und YouTuber, die aus dem Bereich kommen und ich finde diesen Teil von Natur auch wesentlich interessanter als Inseln beispielsweise. Deshalb bin ich jetzt auch gerade in Skandinavien unterwegs, weil ich finde, das ist so ein bisschen ein europäisches Äquivalent. Es gibt hier zumindest auch Braunbären. Ich habe natürlich auch riesen Respekt vor der ganzen Sache und möchte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich persönlich komme ja aus dem Tracking-Bereich, wozu ich später auch noch mal ein bisschen mehr erzählen möchte und habe leider mit diesen Survival- und Bushcraft-Sachen bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Allerdings denke ich, man hat genug Zeit, um sich noch einiges anzueignen und auch jetzt auf meinem Trip in Skandinavien werde ich noch viel, was in Richtung Bushcraft geht, ausprobieren und aufbauen. Und ja, deshalb finde ich das extrem interessant und vor allem die Challenge mit der Bottle finde ich auch sehr interessant, da man da sehr kleine und sehr coole Ultralight-Dinge, die ich bereits auf meinem Kanal getestet habe, mitnehmen kann. So, der erste Teil der Challenge ist geschafft, beziehungsweise noch nicht ganz. Die Nacht kommt natürlich noch, aber so sieht jetzt unser Zelt, unser Lager aus. Und jetzt zum zweiten Teil, beziehungsweise ein bisschen was über meinen Kanal. Nun etwas zu mir, ein bisschen was über mich und meinen Kanal. Mein Kanal heißt Tracking Packing Gear. Also Tracking kennt wahrscheinlich jeder, das ist das Wandern mit dem Zelt und das draußen übernachten, also Mehrtagestouren beispielsweise. Dann Packing kommt von Backpacking, also Reisen mit dem Rucksack. Und Gear kommt von Outdoor Gear, Outdoor Gear Reviews. Also auf meinem Kanal habe ich sehr, sehr viele Reviews, weil mich persönlich das bei manchen Sachen gestört hat, dass zu vielen Produkten gab es keine Reviews, keine richtigen On-Trail-Tests. Und ja, das ist bei Outdoor-Produkten sehr, sehr wichtig, da oft das Leben dran hängt, beispielsweise bei Schlafsäcken. Wenn der Schlafsack zu kalt ist für die Nacht, dann ist es wirklich eine unangenehme Nacht und kann wirklich bis zum Tode führen. Deshalb habe ich sehr viele Reviews auf meinem Kanal und teste sehr viele Produkte. Und nicht nur so vom Schreibtisch, dass ich die Produkte auspacke, sondern auch wirklich on trail bei wirklichen Tests. Und ja, deshalb die Gear Reviews und Backpacking, ja, auf Reisen sein mit dem Rucksack. Und natürlich auch Tracking mit dem Rucksack unterwegs sein. Aber auch Bushcraft war in letzter Zeit ein bisschen Thema auf meinem Kanal und wird auch immer mehr Thema auf meinem Kanal. Um euch mal einen Eindruck zu geben, was ich alles so mache, hier mal ein paar Sachen, die ich so auf meinem Kanal schon gemacht habe, wo es Videos dazu gibt und die ich so in meiner Freizeit sehr, sehr gerne mache. Also weil Kanada und Alaska ja wirklich sehr, sehr kalt ist, auch wenn man einen guten Schlafsack dabei hat, finde ich das Thema sehr, sehr wichtig. Deshalb hier mal ein Video. Ich war bereits bei minus 7 Grad einmal draußen campen. Das war so die kälteste Temperatur, die ich jemals im Zelt draußen war. Das war dann so kalt, dass sogar unsere Flasche auf dem Tisch eingefroren ist und der Atem an der Jacke hinten an der Kapuze direkt kondensiert ist und auch eingefroren ist. Aber auch ohne Zelt war ich schon mal bei minus 4 Grad Bufen. Das war so die kälteste Temperatur. Bufen heißt, wir waren in der Sächsischen Schweiz und haben da in diesen Felsklippen geschlafen. Für mehrere Tage, für zwei Nächte beziehungsweise. Und ja, waren dabei auch komplett autark. Das heißt, wir mussten Wasser filtern und haben unser Essen natürlich geschleppt. Wir haben natürlich noch nicht gejagt, weil es in Deutschland leider verboten ist. Aber deshalb, ja, deshalb waren wir da in dem Sinne zumindest autark, dass wir Wasser gefiltert haben und uns damit versorgt haben. Auch Mehrtagestrips mit dem Zelt bei minus 3 Grad nachts und ungefähr 2 Grad am Tag habe ich schon hinter mir. Und deshalb ist die Kälte für mich generell jetzt nicht so ein großes Thema. Auch Eisbaden, also am 1. Januar gehe ich immer anbaden. Ist jetzt auch nicht so schlimm für mich mehr mittlerweile, da habe ich mich ganz gut dran gewöhnt. Und ja, generell Bufen, draußen in der Natur sein, ist auf jeden Fall Teil meines Kanals und Teil meines Outdoor-Lebens so. Außerdem bin ich aktuell gerade auf einem Trip durch Schweden, wie man hier sieht, beziehungsweise durch Skandinavien. Ich bin jetzt auf einem 3- bis 4-monatigen Trip, wir lassen uns das Ende noch offen, unterwegs mit einem PKW, mit einer Limousine, da haben wir uns ein Bett reingebaut und ja, trotzdem campen wir sehr, sehr viel, wir haben ein Zelt dabei und genießen einfach mal die tolle Natur, sind schön draußen und haben eine schöne Zeit. So sieht es jetzt hier im Zelt aus, man sieht, die Aussicht ist echt der Hammer. Man liegt zwar ein bisschen abschüssig, aber da kann man ein paar Sachen nach unten unter den Fußbereich legen und ja, ich liege jetzt schon im Zelt, weil ich bin gerade komplett ins Wasser abgeschmiert, als versucht habe, ins Wasser zu kommen.
Die Steine sind extrem rutschig ab einem gewissen Punkt, wenn das Wasser darauf kommt und sich die Algen gebildet haben. Deshalb ist leider meine komplette Kleidung bis zum Bauchnabel nass und deshalb musste ich jetzt direkt in den Schlafsack und ein bisschen improvisieren, um wieder warm zu werden. Ich sage jetzt schon mal gute Nacht und ja, damit ist dann auch der erste Teil meiner Challenge geschafft, auf einer Insel zu schlafen. Das Wetter hat ganz schön umgeschlagen, ist jetzt doch relativ windig, wir haben jetzt 2:30 und bin auf einmal aufgewacht, weil es zu laut war. Und das sind dann die Wellen, das hört sich an wie am Ozean. So, guten Morgen aus dem Zelt. Die Nacht war echt super, ich habe fast durchgeschlafen. Einmal bin ich nachts raus und habe geguckt, ob das Schlauchboot vom Wind weggeweht wurde. Da, wie man sieht, der Seegang ja ganz schön zugenommen hat und es wurde auch ganz schön windig noch nachts. Aber ansonsten war es wirklich eine sehr, sehr geile Nacht hier direkt an den Klippen mit so einer Aussicht. Der Sternenhimmel war auch super. Und ja, damit ist der erste Teil der Challenge, Sachen, die ich noch nie gemacht habe, geschafft. Und heute geht es dann daran, einen Fisch zum Mittagessen zu fangen. Mal sehen, wie das klappen soll. Scheiße, beide Paddel sind rausgefallen. So, das war's mit meiner Seven vs. Wild Bewerbung, meiner Wildcard. Leider habe ich nichts gefangen, wie ihr gesehen habt, aber ich wollte jetzt hier auch nichts faken und irgendwie noch 3 Tage warten. Ich habe versucht, es hier auf der Insel zu schaffen in 24 Stunden. Ist leider nichts geworden, da kann ich jetzt auch nichts für. Dafür habe ich wenigstens die Übernachtung auf der Insel gemacht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich noch was fange oder wenn noch irgendwas passiert, es kommt alles auf meinem Kanal. Es gibt bestimmt auch nochmal eine Extended Version von dieser Wildcard-Bewerbung, da die ja leider nur 7 Minuten sein kann. Und ja, deshalb. Vielen Dank fürs Zusehen und sendet es gerne an Fritz Meinecke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.